Oh. Genau, komm, ja. So. Tür zu, kurz rasten. Dass sich hinter mir der Kristall wieder auffüllt. Einen höre ich mindestens noch. Haha. Kann ich hier gerade so schön verarschen. Muss nur aufpassen, dass ich ihn hier umbringe und nicht über der Fallgrube. Genau, sonst sind meine Pfeile futsch. Zwei Schlüssel diesmal. The Gate Maze. Warum nicht? Und hier? The Pit Maze. Ach klar. Einmal ein Türenlabyrinth, einmal ein anderes Labyrinth. Hm. Und ist das jetzt wieder eine Spinnengrube? Nein. Was Besseres. Hi. Schneckenhaus. Ein Schneckenstück. Ein Stein. Ein Zettel. Eine Made am Stock. Und die Under Passage. Okay. Gut, wenn ich schon mal hier unten bin. Shepard. Sei sehr vorsichtig auf dieser Mission. Saruman darf man nicht zu leicht nehmen. Wenn du, sobald du im Palast bist, geh durch die Haupthalle. Saruman kann hinter dem Gate Maze gefunden werden. Das Labyrinth ist desaströs. Es ist wichtig, dass du dir den richtigen Sequenzcode kennst, bevor du durchschreitest. Ein falscher Code kann dafür sorgen, dass du weggesperrt wirst ohne Fluchtweg. Leider gibt es dieses Mal keine Rettung. Es gibt 6 Schalter und 7 Sequenzen. Wir haben 3 Codes sichergestellt. Aber wir wissen nicht, welche zu Sarumans persönlichem Studierzimmer führen wird. Die Codes, die wir haben, sind folgende. Also erster Code 3656, zweiter Code 11341 und dritter Code 513. Die anderen Codes werden dich zu einem Schlüssel und einer Grube führen. Das sind im Augenblick die einzigen Alternativen, um von diesem Palast zu entkommen. Sobald du unseren Gegner eliminiert hast, sind es die einzigen Möglichkeiten, aus diesem Palast zu entkommen. Vergiss nicht, einmal zu tief im Labyrinth ist die große Treppe deine einzige Option, um herauszukommen. Sobald du einmal im Labyrinth bist,
Sobald du aus dem Labyrinth raus bist, kontaktiere Daedalus. Er soll dich aufsammeln. Gottes Geschwindigkeit, wir. Okay, das hilft uns schon mal bei dem Türenrätsel ein bisschen. Nicht aber bei dem Grubenrätsel. Oh, hey Spinz. Und ich glaube, bei dem Essen, das ich habe, spendiere ich jedem mal ein Stück. Genau, das macht, kann krank machen und das erhöht, kann Health Capacity erhöhen. Gut. Aber du hast ja eigentlich Cure Poison, oder? Poison Shield, Gaia's Gateway. Wo ist es denn? Cure Poison, genau. Out of Energy. So. Das dürfte helfen. Und gegen die Spinnen versuche ich eh ein bisschen an Mana zu sparen, jetzt wo meine Frontkämpfer wieder Schaden machen können. Natürlich nur einmal mit Magie auf sie ballern. Auf die jeweilige Spinne. Für Erfahrungspunkte. Aber den Rest übernehmen die Frontkämpfer. Battle Axe bringt uns überhaupt nichts. Palace Armory Key schon eher. Ich höre euch. Ja. Schaden machen ist schön. Ja, gut, danke. Ich sollte aber trotzdem aufpassen. Ich höre Stein auf Stein im Osten. Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Weil ich nehme nicht an, dass jetzt hier oben was aufgegangen ist irgendwo, ne. Ja, Osten liegt hier. Dann drücken wir es am besten. Einmal gleich, wollte ich sagen. Aber erstmal den hier loswerden. Wie viel Poison Resistance hast du eigentlich? 34. Okay. Ich wag das jetzt einfach mal.
Hat nichts gebracht. Also ich brauche mehr als 70. Gut zu wissen. Also ich sollte mir merken, hier ist ein Knopf ist. Ach, wie schön. Ach, wie gut. Wahrscheinlich komme ich von dem Gruben, vom Grubenrätsel aus dahin. Aber hey, ich habe den Schlüssel für die Armory. Und das ist der falsche Weg nach oben. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Der führt nach dahin, da will ich nicht hin. Hier komme ich nach hier. Da komme ich nach da, komme ich nach... Ach doch. Ups. Jetzt muss ich jetzt nur gucken, welches der richtige ist. Der bringt mich dahin, also muss ich den hinteren nehmen. Genau, den hier drin nämlich. So, hier bin ich nämlich jetzt hier. Da brauche ich einen Gold Key, den ich nicht habe. Genauso wie ich noch nicht an den großen, an das Great Stairway rankomme. So, hier drin war der Ogre, zu dem ich mich reinporten konnte. Der ist nicht so wichtig gewesen. So, genau hier. Also ist Biteful Glare heißt so viel wie ein verstohlener Blick. Ein Concealable Defense ist eine versteckte Verteidigung. Und der Helpful Utensil ist halt ein hilfreiches Utensil. Das ist aber schon mal kein Umhang. Ist auch nicht das. Ah, ein Wurf durch geht auch. Cool. Tainted Dagger. Okay. Cursed. Mhm. Shortblades. Das mischt irgendwie die Leute durch. In einem Sack macht es aber kein Problem. Gut. Also hatte ich schon mal recht mit dem Dagger, zum Glück. Remove of Bellpunk war. Sword of Nix. Manual of Condition Impact. Ist schon mal gut für dich. Throwing Axe. Crossbows.
Plate Curers. Okay, das ist jetzt die gute Frage. Ich würde eigentlich mal eher sagen, nein. Weil die 6 Protection mehr, die er macht, das wird durch die ganzen anderen Sachen mehr als ausgeglichen. Also nö. Battle Stuff, den hattest du schon mal. Mhm. Du bist schon wieder überladen. Okay. Plate Gauntlets sind besser als Ring Gauntlets, wiegen auch nur 0,3 mehr. Ist okay. Pitfighter, Digga, bringt mir nichts. Der Warhammer bringt mir nichts. Die Hellbot bringt mir nichts. Leather Boots bringen mir auch nichts.